Guten Morgen, meine Lieben. Es ist noch ganz schön dunkel, stelle ich gerade fest. Wir haben nur 1 Grad, aber gut. Ah, ich wollte mich mal melden. Zwischendurch. Ich nutze jetzt mal einfach die Gunst der Stunde. Ja, wenn es denn hier Stau? Ey, heute muss ich ins Krankenhaus und heute ist ihr Stau. Ich glaube das jetzt nicht. Es ist im Grunde genommen die gleiche Uhrzeit, wie ich sonst auch losfahre. Nur 10 Minuten später oder so. Was soll das denn? Also ich fahre heute ins Stau. Danke Navi, habe ich jetzt auch gerade festgestellt. Hätte sie mir mal vorhin zeigen sollen. Scheiße, Mann. Ja, also ich fahre ins Benjamin Franklin heute. Mir meine 2. Spritze abholen nach der 1. Infusion jetzt. Und ja, mal gucken, wie es mir heute dann geht. Weil letztes Mal ging es mir nach der Infusion nicht so besonders doll. Im Gegenteil, mir ging es eigentlich ziemlich schlecht. Warum ich jetzt eigentlich hier sitze? So, um die Zeit zu nutzen. Ich bin nicht geschminkt in dem Sinne. Das alte Medikament hat ja dafür gesorgt, eben die letzten Jahre über, dass ich nicht schlafen kann. Das kannte ich ja nun schon. Und da jetzt Anfang des Jahres, also eigentlich kurz vor Silvester, meine Schlaftabletten eh aus waren, ja, hat sich die Frau gedacht, gut, es wird dann ohne gehen. Ab jetzt lebst du ohne Schlaftabletten. Es ist dann gewaltig in der Hose gegangen, weil man mir im Krankenhaus auch gesagt hat, wann soll ich da ankommen? 8.35 Uhr? Na, das glaube ich ja nicht. Weil man mir im Krankenhaus auch gesagt hat, dass die Schlafstörungen dann nachlassen, was ich, jetzt habe ich den Satz nicht mehr gefunden, die Verbindung, egal. Also auf jeden Fall habe ich mich vertan, denn im Krankenhaus hatte man mir gesagt, nach 300 Metern den mittleren Fahrstreifen benutzen, um links auf Marienfelder Allee B101 abzubiegen. Nee, mach ich nicht, ich fahre rechts rum, hör auf zu spinnen. Den mittleren Fahrstreifen benutzen, um links auf Marienfelder Allee B101 abzubiegen, dann rechts abbiegen auf Bellstraße. Halt doch mal die Fresse, Mann. Ja. Und ich habe mich einfach mal vertan in meiner Rechnung. Weil ich war jetzt Anfang des Jahres erst dem Streckenverlauf 1,5 Kilometer folgen. In Woche 8. Nicht über Woche 12, was damit endete, dass ich seit Silvester eigentlich so gut wie gar nicht geschlafen habe. Ja? Also vielleicht, ja, also mal in der Nacht 1 Stunde, vielleicht 2 Stunden, ja? Ich zur Arbeit musste um 6 aufstehen, habe ich es vielleicht auf 1 Stunde gebracht. Das war die Hölle jetzt. Und, ja, ich bin, also ne, man ist ja so nach 2, 3 Nächten ist man durch, ja, und danach ist man dann definitiv drüber, ja, weil dann geht nichts mehr, ja, du bist einfach drüber, was dann auch wiederum für eine gewisse Art von fit sorgt. Also ich werde mir heute nochmal was aufschreiben lassen, allerdings, das ist jetzt eigentlich das Interessante. Das ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir alle oder viele von uns ASMR gucken und auch ASMR machen, ja? Weil wir alle nicht pennen können. Und interessant war für mich jetzt, ich habe dann einfach
ne, die Angst vor, eigentlich die Angst vom Schlafen gehen, ne, die Angst vom nicht einschlafen können, die einen ja so, so unglaublich wahnsinnig macht. Wenn du dich dann 4-5 Stunden im Bett rumwälzt, ja, und ich habe dann abends meine Vivinox genommen, die ich immer nehme, weil ich dann dachte, okay, aber ich war so unruhig, ja, ich hatte dieses Klassische, was man kennt, so von Menschen, die auch dieses Restless-Legs-Syndrom haben, das ist teilweise auch eine Begleiterscheinung bei Morbus Crohn, bei mir Gott sei Dank nicht, diese unruhigen Beine, dieses Kribbeln, dass du das Bedürfnis hast, du kannst nicht aufstehen, dass du das Bedürfnis hast, du musst laufen, ja, du musst aufstehen, diese Unruhe. Und das hat das alles noch schlimmer gemacht. Witzigerweise hatte ich mich jetzt am Montag mit einer Kundin unterhalten, die das hat, als Krankheitsbild. Im Zuge dessen erzählt, dass sie eben auch diese Z-Substanzen nimmt zum Schlafen, weil es sonst gar nicht anders geht. Was ich jetzt sehr interessant fand, und das brachte mich auf die Überlegung, dass ich ja bis jetzt mit den Tabletten, ich habe ja immer die freiverkäuflichen eine, zwei dazu genommen, je nachdem, um von den anderen weniger nehmen zu können. Und mir der Gedanke kam, vielleicht verursachen das die Tabletten. Weil so schlimm wie jetzt die letzten zwei Wochen, hatte ich das noch nie. Da haben wahrscheinlich die anderen Schlaftabletten gegriffen, dass ich einfach vorher eingeschlafen bin, bevor das vielleicht zu diesem Zustand kam. Also habe ich jetzt die letzten zwei Nächte, heute ist Mittwoch, der 9. Januar, diese Schlaftabletten weggelassen. Beziehungsweise habe ich nur eine genommen und dann quasi einfach was zum Beruhigen. Und habe mir gedacht, gut, nimm die gleich, leg dich ins Bett, denk gar nicht weiter drüber nach, wir kriegen es schon hin. Und siehe da, die Frau konnte jetzt die letzten zwei Nächte tatsächlich, irgendwie schlafen. Immer noch, sag ich mal so, anderthalb, zwei Stunden immer noch brauche ich zum Einschlafen, aber wesentlich ruhiger, wesentlich besser, und ich habe meinen Kaffee vergessen, diese tiefe, schlimme Unruhe. Die war jetzt weg und ja, es ging mir jetzt gerade, muss ich sagen, sehr, sehr gut damit. Und natürlich auf der anderen Art, also ich habe das Gefühl, mein Tag, der verläuft, mein Hintern wird heiß, mein Tag verläuft einfach komplett anders, dadurch, dass ich eben in dem Sinne jetzt keine Schlafmittel mehr genommen habe. Du bist natürlich, wenn die Nacht sehr kurz ist, trotzdem müde. Aber ich bin trotzdem wesentlich wacher, als im Grunde genommen das sonst bei mir der Fall war. Und ich hoffe mal, dem Streckenverlauf 2 Kilometer folgen. Jetzt so bleibt. Ja, ich werde mir heute was aufschreiben lassen. Aber die sind dann wirklich nur für Notfall, wenn ich arbeiten muss. Weil dann kann ich mir das eigentlich auch nicht erlauben, 2 oder 2,5 Stunden wach zu liegen. Ja, ich stehe 6 auf. Ich habe nicht vor, abends 8 ins Bett zu gehen. Ja, da komme ich gerade so nach Hause. Und Notfall ist für mich aber definitiv die Chance, ja, ich meine, nach über 6 Jahren, 7 Jahren bist du nicht mehr bei einer halben, ja, sondern das steigt natürlich immer nach und nach an. Ich war jetzt bei 7 Jahren, jetzt war ich dann bei 2 Tabletten, was auch noch gut ist, aber man muss natürlich gucken, dass man dann wirklich den Absprung schafft und das war auch was ich immer im Blick hatte.
Es ist ja immer, ne, die Abhängigkeit von Medikamenten, die allerdings bei den Z-Substanzen so in der Form nicht besteht, außer die Gewohnheit des Körpers, dass er sich um das Einschlafen nicht alleine kümmern muss. Das ist eigentlich der Punkt. Bestes Beispiel ist, ich schlafe mit Ohrstöpseln, also mein Mann und ich vorher zusammen geschlafen haben, ja, weil der einfach mal schnarcht und ich theoretisch auch manchmal. Und dann stößt man sich nachts immer gegenseitig an, das ist einfach scheiße. Und ich muss aber selbst jetzt in meinem Zimmer, ja, wo ich ohne meinen Mann schlafe, mit Ohrstöpseln schlafen, ja, weil ich das selbst durch die geschlossene Tür höre. Also ihr habt mal eine Vorstellung davon, wie laut das ist, ja. Ja. Und wenn ich dann meine Nacht ohne Ohrstöpsel schlafe, ja, irgendwas schabt hier im Auto. Wenn ihr im Rückspiegel, wenn ihr hier in der Kamera irgendwas Komisches seht in meinem Rücken, müsst ihr Bescheid sagen. Ja, da irgendwas auftaucht. Ja, der Körper gewöhnt sich dran, genau wie sich an die Ohrstöpsel gewöhnt und dann von jedem Geräusch nachts wach wirst, ja. Und wie ich immer sage, das gar im Garten das Eichhörnchen pupst, ja. Das ist dann halt so. Und so ist es auch mit den Schlaftabletten einfach, dass, also bei den Verschreibungspflichtigen, ja, die Freiverkäuflichen sind deutlich schlimmer, hat man mir auch so gesagt. Ja, wir gehen einfach bei Rot. Richtig. Dass der Körper das sich ja selber machen muss. Das heißt, der Körper weiß, oh, schmeißt eh was ein, ich brauche mich um den Schlafvorgang nicht kümmern. Und das kam natürlich jetzt erschwerend hinzu. Aber das, glaube ich, das Problem, der erstens ein, zwei Tage war. Danach war dieses Problem, glaube ich, nicht mehr da. Und da kam halt das andere zum Tragen. Was ich das erste Mal jetzt seit 6, 7 Jahren hatte, ja, ihr kennt das bestimmt, vor dem Einschlafen, wenn dann kommt, so ein Zuck. Und da ich jemand bin, der meist auf der Seite schläft und das obere Bein sehr dicht ranzieht, habe ich mir die eine Nacht fast einen Kinnhaken verpasst mit meinem Knie. Und ich habe mich so erschrocken. Und auf der anderen Seite fand ich das total faszinierend, das mal wieder zu erleben, dass der Körper diese Schlafphase einleitet, ja, das kannte ich ja gar nicht mehr. Das hast du nicht, wenn du Schlaftabletten nimmst, weil du bist ja dann direkt weg. Und das hat mir das erste Mal dieses gute Gefühl zurückgegeben, hey, du kannst das noch. Dein Körper ist wirklich und definitiv in der Lage, noch schlafen zu können. Wenn auch immer noch erschwert, ja, durch die Medikamente, so kann er doch wirklich und wahrhaftig noch selber, ach du Scheiße, sorry, aber selber die Schlafphase einleiten. Und das war für mich super, das zu erleben. Ja, also es geht noch, es funktioniert. Ja, die Angst vor dem nicht schlafen können ist die schlimmste. Ist einfach so. Und durch diese letzten zwei Nächte habe ich aber festgestellt, es geht. Und alleine das sorgt dafür, dass du auch schon wieder besser schlafen kannst. Ich werde ein ASMR-Video machen bezüglich meiner Insomnie und meiner Schlafstörung als quasi als Whispered Ramble. Whispered Ramble, so. Rambled Whisper hier rum, keine Ahnung. Aber das in ASMR-Form, ja. Das muss ich noch aufnehmen. Und ja, ich bin vollkommen davon überzeugt, dass es noch geht, dass es gut geht. Und ich, wie gesagt, jetzt nur ein paar Notfalltabletten dann zu Hause habe. Wenn ich arbeiten muss. Ich werde in nächster Zeit, wenn ich frei habe oder Wochenende, werde ich keine Tabletten nehmen.
Und ich fühle mich mit diesem Gedanken sehr gut. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich euch sowas im Auto erzähle. Würde ich auch im Normalfall nicht machen, weil zu Hause einfach ruhiger und schöner ist. Aber was ich im Moment gar nicht habe, ist Zeit. Die fehlt mir. Ich arbeite jetzt am Samstag, treffe mich danach mit einer Freundin. Ja, oder wir treffen uns mit einer Freundin, die ich jetzt auch lange nicht gesehen habe. Und Sonntag bin ich auf dem Geburtstag. Dann bin ich nächste Woche Montag, Mittwoch, Freitag ganz normal arbeiten und zusätzlich am Donnerstag auf der Fashion Week. Ja, also diese Woche ist echt hardcore für mich. Vor allem unter diesen Umständen. Ja, genau, was ich euch erzählen wollte, und zwar dieses Zucken vor dem Einschlafen. Wer das von euch kennt, wahrscheinlich kennen es die meisten von uns. Das ist ja, wer das jetzt nicht weiß, kann es gerne dranbleiben. Das ist nämlich sehr interessant, eine Testreaktion des Körpers. Eine Testreaktion, ob du schon schläfst. Weil wenn du zusammenzuckst oder die Augen aufmachst, logischerweise im Normalfall, dann ist es für den Körper das Signal, dass er die sogenannte Schlafparalyse noch nicht einleiten kann. Und ich sehe nichts. Ich kann nicht fahren. Ich habe keinen Plan. Denn die Schlafparalyse ist ein ganz wichtiger Vorgang beim Schlafen. Dass wir uns quasi, wenn wir schlafen und träumen, nachts nicht verletzen. Die Schlafparalyse ist quasi die Stilllegung oder die Lahmlegung des Körpers. Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Bewegst du dich nicht mehr so doll. Du kannst dich zwar im Schlaf bewegen, klar, man dreht sich ja auch um, ja, so, kontrollierte Bewegung, aber du machst halt keine wilden Bewegungen und schlägst irgendwie wild um dich im Normalfall, ja. Es mag vielleicht ganz extreme Albträume geben, wo du in der Lage bist, diese Schlafparalyse dann auch zu durchbrechen. Meistens wird man davon ja dann wach. Weil das auch wieder die Schutzreaktion ist, ey, die wehrt sich, ja, oder derjenige wehrt sich, wir müssen jetzt das aufheben, weil die muss jetzt wach werden. So. Ganz wenige Menschen, oder was ist wenige? Also es erlebt halt nicht jeder. Erlebt aber eine Schlafparalyse mal bewusst. Die unterscheidet sich ganz extrem von Albträumen. Ja? Eine erlebte Schlafparalyse hat standardmäßig nichts mit Albträumen zu tun, sondern das ist in dem Moment für dich, wo du das erlebst, komplett real. Das ist das Schlimme daran. Du wirst quasi wach, also du kannst auch, also du hast das Gefühl, du kannst sehen, möglicherweise hast du sogar die Augen offen, das kann ich jetzt wirklich nicht nachvollziehen. Das Schlimme ist, dass eine erlebte Schlafparalyse mit ganz schlimmen Wahnvorstellungen einhergeht. Wie gesagt, weit fernab von Albträumen. Ich habe das, als ich das erste Mal erlebt habe, ich habe das relativ oft erlebt, das mag auch an diesen Schlaftabletten gelegen haben, darum habe ich die Sorte auch zusätzlich irgendwann mal gewechselt. Du hast halt wirklich, du bist der Meinung und auch dein Körper, dein Gehirn, dass das real ist. Du kannst es nicht unterscheiden. Im Traum weiß man ja manchmal, dass man träumt und wie gesagt, wird auch selber davon wach. An einige kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber die letzte Schlafparalyse zum Beispiel, die ich hatte, da lag ich im Bett halt, klar, logischerweise, hatte die Augen dann offen, meiner Meinung nach, also ich konnte das mein Zimmer sehen und habe quasi gesehen, wie sich hinter meinem Bett ein schwarzes, großes Etwas auftürmte, ja, und anfing mir die Decke wegzuziehen, ja, und ich habe versucht, die festzuhalten, oder, ja, aber ich konnte nicht,
weil du dich nicht bewegen kannst, weil du erlebst auch, dass du dich nicht bewegen kannst. Das merkst du. Und hat sich dann auf mich gestürzt. Und das ist der Moment, wo du versuchst, dich zu wehren, aber du kannst es nicht. Du kannst deine Arme nicht bewegen, nichts. Und das hält meistens nur wenige Sekunden an, ja, bis dann auch ja, das Gehirn merkt, oh Scheiße, wir sollten das mal aufheben, weil die ist wach, ja. Und danach bist du auch so, ja, also wirklich, wirklich schlimm. Und wer das von euch schon mal erlebt hat, der kann mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin daran sehr interessiert, weil letztendlich sind wir ja alle aus einem und demselben Punkt hier. Weil wir nicht schlafen können, weil wir Probleme haben mit dem Schlafen und darum uns für ASMR interessieren. In welcher Form auch immer. Und ich habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt. Und man ist wirklich in der Lage, auch eine Schlafparalyse bewusst herbeizuführen. Und das war quasi das letzte Mal, ja, wo mir das passiert ist. Die Schlafparalyse tritt meistens ein, in dem Moment, wo du eigentlich aufwachst. Also nicht durch den Wecker klingeln, ja, weil du hochschreckst und wach wirst, das wäre ja dann das kleinere Problem, ja, sondern beim normalen Aufwachen, das ist eigentlich so der Standardvorgang, da passiert das eben. Ja. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann wird es auch besser zu ertragen. Ja, du lebst damit besser, weil du auch das Gefühl hast, du kannst es kontrollieren. Also eine herbeigeführte Schlafparalyse funktioniert standardmäßig so, dass du eben, was soll der Scheiß jetzt? Ja, steigst du heute noch ein oder wie? Eine herbeigeführte Schlafparalyse läuft so ab, dass du quasi deinen Schlaf vortäuschst. Das heißt, gegen das Zucken kannst du nichts machen. Aber manchmal ist es auch so, wenn es mit dem Zucken nicht so schlimm ist, dass der Körper, sag ich mal, dadurch, dass es dich irgendwo krabbelt oder juckt, dich dazu bringt, dich zu kratzen. Und auch dann ist klar, er schläft noch nicht. Also noch nicht einleiten. Bist also ganz ruhig im Bett, liegst still, bewegst dich nicht, gibst auch dem Drang nicht nach, dich umzudrehen. Ja, alles das sind Anzeichen, dass du eben noch nicht schläfst. Du solltest auch so wenig wie möglich denken. Du kannst ganz normal atmen, am besten ruhig und tief atmen. Und schlucken genauso, aber halt nicht bewegen. Und das habe ich an diesem Tag gemacht, nachdem ich die erste erlebt hatte und mir dessen bewusst aber war, dass es jetzt nichts Reales ist, habe mich sofort wieder hingelegt. Ich habe es wirklich geschafft. Das Ganze, ich glaube, 5 oder 6 Mal dann zu wiederholen, direkt hintereinander, ja, damit bekämpft man auch die Angst, ja, ja, irgendwie nach dem 4. Mal wurde es dann langweilig, weil es war immer das gleiche Monster, also, ja, ja, beim 4. Mal hast du schon gesagt, ja, ah, du schon wieder, ja, beim 5. Mal, sagst du auch, komm bitte, ja, wir haben es ja nun, ja, wir kennen uns schon. Und beim 6. Mal machst du dann schon selber zurück, buh, ja, damit es sich verkrümelt. Was ich da auch versucht habe, ist wirklich mal bewusst zu erleben, ob man sich bewegen kann. Nein, du kannst es nicht. Ich habe auch versucht zu schreien. Auch das geht nicht. Also du versuchst es zwar, aber es kommt kein Ton raus. Denn um das Ganze aufzuheben, ist es wichtig, das schafft man eben beim 1. Mal, vielleicht auch beim 2. Mal nicht, wenn die Abstände zu groß sind. Aber wenn man das kennt, ist es wichtig, keine Panik zu kriegen. Also ist es leichter gesagt als getan. Wie gesagt, ich weiß, wie schlimm das sein kann. Und dann nicht versuchen, hektisch zu bewegen, sondern kontrolliert gegen diese Lähmung anzukämpfen. Langsam und mit Kraft. Und dann kannst du das auch schneller aufheben. Nach 400 Metern rechts abbiegen auf Hindenburgdamm. Oh Gott sei Dank, ich bin da. Dachte, ich komme heute nie mehr an.
wie gesagt, man kann das herbeiführen. Menschen mit schwachem Herzen empfehle ich diesen Vorgang nicht. Ja. Aber es ist unwahrscheinlich interessant, was unser Körper wirklich da in der Lage ist, zustande zu bringen. Du kannst ja zum Beispiel auch deine Träume kontrollieren. Das ist was ich lange Zeit gemacht habe, weil ich jemand bin, der sich selten... Rechts abbiegen auf Hindenburgdamm. Ja, ich bin schon da. Wahnsinn. Weil ich jemand bin, der sich nur selten an seine Träume erinnern konnte. Wenn du dich hinlegst und dir vorm Einschlafen immer wieder manifestierst wie ein Mantra: Ich werde mich morgen früh an meinen Traum wieder erinnern. Ich werde mich morgen früh an meinen Traum wieder erinnern. Am besten auch über diesen Satz hinweg einschläfst und du das ein paar Mal machst. Das ist nichts von ein paar Tagen. Das kann Wochen dauern. Dann bist du irgendwann in der Lage, dich wirklich morgens an deinen Traum wieder zu erinnern. Ich habe damit irgendwann aufgehört, als ich festgestellt habe, es geht. Und irgendwann geht es auch von alleine. Es lässt dann irgendwann auch wieder nach. Aber auch das geht. Ja. Das wollte ich euch jetzt hier und heute einfach mal erzählen. Mir war halt so. Dem Straßenverlauf von Hindenburgdamm einen Kilometer folgen. Ja, mache ich. Hab hier kenne ich den Weg. Ich habe ja letztens, das erzähle ich euch jetzt noch, bin dann eh gleich da. Ich war letztens im Telekom-Shop und wollte meinen Vertrag abändern. Ja, auf mehr Datenvolumen. Weil ansonsten könnte ich natürlich solche Sachen auch mal im Livestream bringen. Das ist natürlich total interessant, ja, wenn jemand unterwegs ist. Und ich bin live vor Ort, dann habe ich im Grunde genommen das, was ich euch erzählen will. Ja, falls jemand dann online ist, der sich das direkt angucken kann. Aber ich kann es halt hinterher auch als Video abspeichern. Das heißt, ja, ich habe das in einem Zug dann erledigt. Und ja, das geht aber nicht. Du kannst im Telekom-Shop nur selber, du kannst im Telekom-Shop nur noch einen Vertrag abändern auf mit Handy. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt einen Vertrag mit Handy abschließe, muss ich auch ein Handy nehmen. Ich kann nicht darauf verzichten, was dann wiederum heißt, dass ich erst in 2 Jahren wieder bei der Vertragsverlängerung ein neues Handy dazu nehmen kann. Und das ist ziemlich blöd. Weil ich warte ja jetzt auf das Samsung 10. Was es ja irgendwie wohl in drei verschiedenen Varianten geben soll. Und ja, schönen Dank auch. Ey, du, was bist du für ein Pisser, ey? Ach, fährst du doch schon, Alter, ja? Oder was soll die Scheiße jetzt hier? Rückwärts in den fließenden Verkehr. Scheiß drauf. Die Menschen werden schon anhalten. Ja. Ja. So. Und wenn ich auch jetzt gegebenenfalls den Vertrag abändere, ja, dann kann ich erst in 3 Monaten den Vertrag. Nach 150 Metern bei Moltke-Straße rechts abbiegen. Das heißt, ich warte jetzt wirklich auf das Samsung 10 und werde dann den Vertrag abändern auf mit Handy. Bei Moltke Straße rechts abbiegen. Ausreichend Datenvolumen. Ich gegebenenfalls auch mal unterwegs dann einfach für euch live sein kann. Ja, der Kontakt zu euch ist mir sehr wichtig. Und darum dürfen auch solche Videos mal sein, wo man einfach mal erzählt, was einen gerade so, ja, bewegt, was in meinem Leben gerade ansteht. Und dann dachte ich, kann ich das auch einfach mal im Auto machen. Ja. Kann jetzt Gott sei Dank dann auch mit meinem neuen Programm, ist das ja für mich jetzt... Nach 300 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Quasi die Störgeräusche jetzt aus dem Auto zu entfernen, das ist natürlich schön. Und ich muss jetzt hier dann ja auch nichts Wildes zusammenbasteln oder... Es regnet. Oder zusammenschneiden, ja. Denn hier, der Poller hier ist, glaube ich, neu.
Was ist denn das hier? Hier ist mal wieder alles abgesperrt. Es ist doch, das ist zum Brechen. Wirklich. Was soll denn das? Ja, so, das wollte ich euch mal erzählen. Ich schneide nachher dann so, gewisse Dinge schneide ich dann einfach raus. Die wir jetzt nicht brauchen oder nicht von Interesse sind für euch. Ich bin jetzt im Krankenhaus an. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Nee. Ah, shit. Wir haben ein bisschen eng die Lücke. Glaube ich. Ey, wirklich, Leute. So Parkhäfen einhalten. Auch irgendwie immer ein ganz großes, jetzt muss ich noch mal komplett rumfahren, ey. Parkhäfen einhalten ist irgendwie immer ein ganz großes Problem. Was ist denn das hier jetzt eigentlich mit diesen Schildern? Was steht denn hier drauf? Ab 20.03.2017, ab 7 Uhr auch so. Ja, das würde heißen, was heißt das? Das heißt, dass der Parkplatz hier frei ist. Das ist doch jetzt kein reguläres Parkettschild, so wie das da steht. Stehe ich mich jetzt hier hin? So. Glaube ich. Also es steht nicht so zur Straße, es ist so. Und was habe ich eben vorgelesen? Ab 17 Uhr? Ja, irgendwie so. So sieht's aus aktuell und ich bin jetzt am Benjamin Franklin, ich bleibe jetzt hier stehen. Was soll passieren? Vielleicht haben sie Schilder einfach vergessen. Ja, ich meine, 20.03.2017. Ab 17 Uhr, dann kann ich jetzt hier stehen. So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Hat ein bisschen länger gedauert heute. Ich habe kurz einen kleinen Nachtrag zu machen. Ich habe ja jetzt heute das erste Mal diese Spritze bekommen. Ich habe sie jetzt auch da gesetzt bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in der Hinsicht wirklich, wirklich, wirklich kein Weichei. Ich spritze mir nun seit Jahren, ja, wenn auch mit dem automatischen Pen, aber trotzdem spritze ich, ja, seit Jahren. Und habe mir auch schon selber Thrombosespritzen gesetzt, ja, im Krankenhaus. Also es ist eigentlich alles kein Drama. Aber diese Stellara-Spritze, also möchte jetzt nicht behaupten, dass sie größer ist als eine Thrombosespritze. Vielleicht ist die Nadel ein Tick dicker, länger, keine Ahnung. Die wirkt extrem martialisch. Ich habe sie jetzt nicht mehr da. Wenn ich nächstes Mal eine habe, kann ich euch das gerne mal zeigen. Die ist aus durchsichtigem Kunststoff. Hat innen also eine Spannfeder. Und wenn du dir das anguckst, dann denkst du so, ne, ne, wo soll ich mir die hinstecken? Ja, man kann, macht es halt vorzugsweise im Bauch, im Oberschenkel oder auch, wenn man möchte, am Oberarm. Oberarm war für mich jetzt keine Option, weil ich dachte, die kommt auf der anderen Seite wieder raus. Bauch habe ich kurzzeitig mal überlegt und habe dann festgestellt, nein, auch da hast du irgendwie eher Angst, dass du dir irgendwo reinstichst, wo es nicht landen soll. Was natürlich wahrscheinlich vollkommener Quatsch ist. Ich habe mich dann für den Oberschenkel entschieden, habe die nette Ärztin dann eben gebeten, sich mal umzudrehen, weil ich das irgendwie nicht kann, wenn einer zuguckt. Und diese kurzzeitige Überwindung war bei dem Pen, den hast du in der Hand, zack, und drückst einen Knopf. Die Spritze ist so, du musst sie halt erstmal reinstecken, also pieks. Und dann musst du oben wie bei halt normal drücken. Das ist ein bisschen komisch. Witzigerweise tat das weniger weh als mit dem Pen. Also weder das Reinstechen in die Haut war wie mit dem Pen, noch auch der als Eindringen des Medikaments, was bei dem Pen manchmal sehr unangenehm war, war hier bei der Spritze jetzt eigentlich ein absoluter Lacher. Und ja, ich war jetzt gerade mehr als positiv überrascht. So viel dazu. Jetzt wird es dann eher doch so ein kleiner Vlog, ist ja auch okay.
Ja. Also, ich bin sehr positiv überrascht. Gerade. Und ich werde jetzt, was mache ich jetzt? Ich fahre jetzt tanken. Ja, das steht dringend an. Dann fahre ich zu Edeka. Aber bei dem Kleinen bei uns um die Ecke. Nicht jetzt zum Tempelhofer Hafen. Und was soll ich noch machen? Ach, zur Apotheke. Ich habe mein Rezept bekommen. Ja, jetzt sage ich selbstverständlich, kriege ich was. Ja. Dass ich im Notfall was zu Hause habe. Und ja, ich werde jetzt aber versuchen, die Tage, also zum Beispiel heute Nacht, ich habe morgen frei, werde ich versuchen, so anzugehen, wie ich das jetzt die letzten Tage gemacht habe. Ich versuche heute Nacht vielleicht mal nur eine Vivinox zu nehmen. Vielleicht, vielleicht auch gar nicht. Ich lasse die Pregabalin mal weg. Entspannungstablett. Und wenn ich merke, es geht gar nicht, kann ich ja noch mal eine Stunde später aufstehen. Wie gesagt, ich habe morgen frei. Aber ich bin jetzt wirklich festen Willens, das durchzustehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Schlaf, ich weiß nicht, besser ist. Und ich habe keine Ahnung. Ich fahre jetzt noch mal kurz zu McDonald's rein, um festzustellen. Willkommen McDonald's, die Bestellung bitte. Ich habe gerade ein Problem. Sie haben diesen Frappé nicht mehr, ne? Welchen meinen Sie denn? Diesen Kirschfrappé? Leider gar nicht. Schön, jetzt stehe ich hier. Aber ich habe, ich müsste glaube ich noch einen, ja, mit Frappé Coffee haben. Dann probiere ich den mal. Erstmal einen Mittel oder einen großen? Mittel. Hast du noch einen Wunsch? Das war's dann, danke schön. Dann selber zu mir vor. Okay. Ja, das ist natürlich, das war jetzt, Spaß. Ist das nicht? Das Nest. Oh. Achso. Das ist schön, wenn man sich mit Frappé ranfährt und feststellt, den gibt es nicht mehr, ne? Das ist das auch sehr genial. Na gut. Aber wir testen ihn jetzt mal. Die sind hier im Übrigen immer sehr freundlich. Das ist der McDonald's an der Großbärenstraße bei uns in Mariendorf. Die sind immer super nett. Wirklich. Kann man nicht anders sagen. Oh, das sieht. Der sieht gut aus. Da habe ich mir jetzt ein Ei gelegt eben, ja. Ja, ich finde es auch irgendwie schade. Kein Problem. Was kriegst du denn? 2,69 haben wir. Ja. Stimmt so. Dankeschön. Aber der sieht gut aus. Ja, vielen Dank. Ja, oh, tschüss. Ja. Ich glaube, das war eine gute Idee von ihr. Cool. Cool, cool, cool. Da kommt gerade keiner. Okay, dann fahren wir hier rum. Ja, ich hätte natürlich jetzt auch da lang fahren können, aber gut. Wir benehmen uns jetzt mal. Da ist er. Okay? Bin gespannt. Oh mein Gott. Ja, das war dieser Kirschsmoothie. Cherry, bla, keine Ahnung. Aber der ist, oh, der ist sehr gut. Da ist Karamellsoße oben drauf. Oh Gott. Wisst ihr, wie man den trinkt? Also eigentlich steckt den unten rein und beim Trinken. Zieht ihr den nach oben. Dann habt ihr bei diesen Dingern das absolute Geschmackserlebnis, wirklich. Mm. Das sauge ich gerade an einem Eiswürfel. Der kommt natürlich nicht durch den Strohhalm. So. Oh, geil. Mm. Lass da mal den Eiswürfel los da unten, Mann. Ja.
Ich mache wirklich nicht für McDonald's Werbung. Jetzt muss ich wieder Werbung hier einblenden. Das ist der Hammer. Okay. Oh. Und hier ist Rewe. Der ist jetzt größer als unser Edeka. Aber, ich gehe zu Edeka. Jetzt noch doch die Gunst der Stunde. Und tanken gleich hier. So, das war wieder typisch. Sorry, muss ich mal so sagen. Typisch Mensch. Da war eben eine vor mir. Hat Zigaretten gekauft und ja. Dann fragte die an der Kasse, ob sie denn noch einen Kaffee mitnehmen wollen würde. Und sie sagte ja. Und da ich ja hinter ihr stand, meinte sie, ob sie kurz einen Schritt zur Seite machen kann. Weil, ne, Kaffeeautomat und so. Da sagt sie, ach nee, danke, dann nicht. Hat sie jetzt gedacht, die Becher stehen fertig abgepackt auf einer Heizplatte? Oder ja, hat sie jetzt Angst gehabt, 20 Sekunden ihres wertvollen Lebens zu verschwenden oder... Okay. Ich sage nichts, wenn meine Mutter dabei wäre, würde sie mich jetzt wieder bremsen. Ja? Also ich schon wieder über sowas lustig machen. Oh, der ist wirklich gut. Echt. Habe ich noch nie getrunken, weil ich stehe nicht so wirklich auf den Kaffee von McDonald's, also normalen Kaffee. Kaufe eigentlich eh nie Getränke, bis auf als es diesen Kirschfrappé, wie gesagt, gab. Aber der ist echt gut. Das ist ein richtiger Frappé. Möchte ich fast behaupten, der schmeckt mir fast besser als der, den ich mal von Starbucks hatte. Muss ich ganz ehrlich sagen, der ist wirklich, wirklich gut. Gut, vor mir war keiner, ich hätte es einfach durchfahren können, aber wie gesagt, ich finde die an der Großbärenstraße so unwahrscheinlich freundlich. Ja. Wenn man mir dann was empfiehlt, dann, also ich könnte hier zu Edeka, nee, aber es ist ja Quatsch, ich muss hier zur Apotheke. Da fahre ich jetzt trotzdem hier lang, das geht jetzt schneller, als mich jetzt durch die Seitenstraße zu quälen. Genau, halt bei der Apotheke an und dann Quatsch, Edeka. Wir brauchen nicht viel, aber Wurst fehlt, Kaufland. Die Story kennt ihr ja. Kaufland hat jetzt auch nicht mehr Wurst, also nicht die Wurst, die wir seit Ewigkeiten kaufen. Und ganz viele andere Menschen auch. Also ist jetzt nicht, dass wir jetzt die einzigen Menschen sind, die diese Wurst gekauft haben, ja? Gut. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob ich bei Edeka meine heißgeliebten Tic-Tacs bekomme. Ich hatte überlegt, ob ich im Metro fahre. Aber da habe ich jetzt gerade irgendwie nicht so ein... Ja, da ist Eis drin. Klar, logisch. Nicht so einen Bock drauf. Jetzt in die Metro zu fahren. Das war voll. Oh, ist der lecker. Also, jetzt ärgere ich mich, dass ich einen mittleren genommen habe. Ich hätte einen großen nehmen sollen, wirklich. Ich habe vergessen, mir Kaffee mitzunehmen. Und habe heute auch noch nicht gefrühstückt. Insofern ist das die ideale Kombination. Ja, Kaffee und schön fett.
Zucker und Sahne ersetzt dir das Frühstück. Mein Körper dankt. Ah! Achso, ich kann euch ja gleich mal fragen, also falls ihr mal Bock habt. Ich habe schon mal einen großen Rehaul gemacht und habe so auch meine Meinung dazu gesagt, so allgemein, also zum Essen, zum veganen Leben oder nicht und. Was wir so kaufen und meine Meinung zu dem Ganzen. Wenn ihr mal Lust habt, dass wir mal wieder so ein, also einen großen Rehaul machen oder überhaupt das Thema Ernährung, gesunde Ernährung, bla bla bla, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann mache ich das mal wieder. Aber ich will euch nicht langweilen. Ich weiß nicht, ob euch das Thema interessiert. Aber wenn, dann sagt mir Bescheid. Ich habe es jetzt angelassen, da wird sich mein Akku freuen. So, das erste, was ich jetzt mache, wie spät ist denn überhaupt? 11. Um 1 muss ich mein Kind abholen. Heute noch. Um 1 muss ich mein Kind abholen. Und ja, das sieht ja gut aus. Warte nur nicht, ey. Oh Gott, warum sind die Menschen so? Warum? Warum? Was macht denn die Frau da? Ey. Warum sind die Menschen so? Habt ihr auch manchmal das Gefühl, das wird immer schlimmer? Nicht besser? Ich wünsche mir eine Zombie-Apokalypse. Oh, jetzt kommt das Karamell. So. Attacke. Was ist hier? Ich stelle mich jetzt hier hin. Achso, zum Behindertenparkplatz, gell? Ah, sehr schön. So, ich trinke den jetzt kurz aus und dann springe ich da rein. Das Eis hält sich lange. Das Mülleimer, sehr schön. Ich kann gleich entsorgen. Oh. Ich wollte dich von euch trennen, merkt ihr schon, ne? Ich habe leider Gottes genau das gleiche Problem wie letztes Mal, ja? Eine Stunde nach der Spritze oder jetzt mal nach der Infusion, mir geht's so schlecht. Ich habe Schüttelfrost, ich fühle mich, als ob ich Fieber habe. Ich habe das letzte Mal schon, also ich habe Fieber gemessen. Ich fühle mich, als wenn ich 40 Fieber habe. Ich habe Schüttelfrost, mir ist kotzelend, Nase zu und ja. Sie hatten heute auch zu mir gesagt, das ist nach der Infusion vollkommen normal. Das kann jetzt, aber vielleicht ist es diesmal dann nicht so schlimm. Aber das ist jetzt gerade nicht schön. Gut. Muss ich jetzt mit leben. Darum sitze ich jetzt aber auch auf dem Boden, weil natürlich das Gleiche passiert ist wie immer. Ne? Ich zu Edeka gehe, was wollte ich holen? Wurst und Tic Tacs. Und dann bin ich rausgekommen. Ja, ich lege meine Lebensmittel das nicht auf dem Boden, aber ja, Toastbrot, ich esse halt gern weißes Toastbrot. Mir schmeckt kein Vollkorn-Toastbrot und Brot kann ich ja nicht essen. Was habe ich gekauft? Napo, Kindheitserinnerung. Ganz wichtig, nur so ein Tipp von mir. Also, ich finde die immer zu weich. Leg die in den Kühlschrank. Wenn die hart sind, schmecken die 1000-mal besser. So, ich mache aber jetzt was anderes, weil sonst halte ich das hier nicht durch. Während ich erzähle, packe ich das jetzt in den Kühlschrank und dann bin ich verschwunden. Dann lege ich mich hin. Ich kippe die jetzt hier mal gleich in die Gemüseschale. Ach ja, es sollte ja irgendwann auch nochmal, ne, wie gesagt, ein What's in my Kitchen Video geben oder so. Werde ich bei Gelegenheit auch nochmal aufgreifen. So, was haben wir hier? Also ich mache das immer total gerne, dass ich euch mitnehme, weil ich finde,
man ist, also wenn man jetzt Beauty-Videos und Vlogs dreht, ist man irgendwie nah für die Zuschauer. Ich finde, als ASMR-YouTuber bist du immer sehr unnahbar. Ne? Also du machst zwar deine Videos, aber du gibst halt von dir im Grunde genommen nichts preis. Und darum mache ich das mit euch immer sehr gerne, weil ich das wichtig finde, ja. Dass ihr auch wisst, wen ihr da gut findet, ne? Ich könnte ja auch ein Arschloch sein. Kann ich jetzt trotzdem sein, aber... So, aber was habe ich gekocht bei Edeka? Ich liebe diese frischen Marken. Was ist Martis? Muss jetzt eh Werbung einblenden, also Bulgur. Ist auch mal nicht lange haltbar, weil frisch. Und Falafel, das kann ich nämlich essen. Ob ich Bulgur vertrage, muss ich jetzt ehrlich gestehen, weiß ich nicht. Nippon. Hier meine Capri-Sonne. Capri-Sonne für Erwachsene, ja. So. Oh, ich muss nur ersetzen. Dann habe ich euch schon mal gezeigt, hier diese Lenas Küche. Diese frischen Suppen von Edeka. Die liebe ich auch. Da habe ich Reibekuchen gekauft. Die mache ich nun wirklich nicht selber. Da ist sogar Apfelmus bei. Ja, da war die Entscheidung gefällt. Ja, für Mucki habe ich jetzt Geflügelmortadella gekauft. Weil der isst gern die kleinen Scheiben und bei Lidl gibt es die nicht mehr. Oder bei Kaufland, die wir sonst hatten. Was habe ich noch? Ja, mein Starbucks Fertigkaffee. Frühlingsquark. Noch was? Nee, das war's. Reicht ja auch. War auch wieder teuer genug. So. Das habe ich fertig jetzt. Ich verabschiede mich jetzt nicht, weil wenn ich das dann noch dreimal verabschiede, muss ich das alles rausschneiden. Ich lasse jetzt das einfach mal offen. Ob dann heute noch was kommt. Okay. Aber was ich jetzt wirklich mache, ich lege mich jetzt kurz ins Bett, weil jetzt kriege ich Hitze. Das ist ein ganz komisches Gefühl, dich krank zu fühlen, ohne dass du krank bist. Das ist ja eigenartig. Okay. Bevor ich jetzt zusammenklappe, wie gesagt, klappe ich jetzt ins Bett. Ja, bin ich auch müde. Und dann schauen wir mal. Ansonsten komme ich nochmal und verabschiede mich. Oh, hi ihr. Boah, ich habe jetzt wirklich 2 Stunden tief und fest geschlafen. Ich war so down. Ja, ich habe jetzt gerade noch ein neues ASMR-Video aufgenommen. Ich glaube, das ist sehr gut geworden. An den Klamotten könnt ihr später dann auch erraten, welches es ist. Ich wollte euch noch was zeigen. Dadurch, dass ich ja so für meine neue Kosmetikfirma schwärme, ja, ich habe hier meine Arbeitstasche. Ich habe gerade auf Arbeit wieder eingekauft, ja, um auch wirklich den Beweis anzutreten, dass ich mir das Zeug regelmäßig nachkaufe. Und zwar habe ich hier das Coragenol mir nachgekauft. Das ist ein Hyaluronserum mit einem entzündungshemmenden Wirkstoff, zum Beispiel bei unreiner Haut. Und hier meine trophogene Ampullen, die ich zum Niedeln brauche. So, ansonsten habe ich soweit, glaube ich, ja, ich habe jetzt die große Flasche Coragenol, das hier, das war die kleine vorher, meine Reinigung, Hyaluron, mein Puder und mein Hydro-Oil zum Reinigen. Und ja, und das Zeug würde ich sterben. Das Einzige, was ich von denen immer noch nicht habe, ist eine Creme, weil ich da meine habe, mit der ich sehr gut zufrieden bin. Ich bin sowieso nicht so ein Creme-Fan, aber mein QVC-Paket kam heute. Was ist das? Achso, das sind heute die Unterlagen aus dem Krankenhaus. Und zwar habe ich mir bei QVC von M. Asam mein geliebtes Körnerpeeling bestellt. Das ist Zucker in Öl. Das ist eigentlich für den Körper, ich nehme es aber fürs Gesicht. Und zwar einmal in Mango-Vanille. Das war ein Dreierpack, das war im Angebot. Also jeweils 300 Milliliter. Dann in Mandarine-Grapefruit. Und in Lemongrass. Das riecht super intensiv. Und dann habe ich mir von M. Asam mal die Hydrolift-Ampullen gekauft. Das sind so Pipetten-Ampullen. Und da wollte ich mal ausprobieren, auch bei meiner Mama, wie gut die zum Niedeln sich eignen. Die sollen auch einen Soforteffekt haben. Ich bin mal gespannt.
Wenn ich mal wieder in meinen zukünftigen Videos vergesse, da mein Statement zu abgeben, sprecht mich drauf an. Ja, ich vergesse das einfach manchmal, seitdem ich nicht mehr so viele Beauty-Videos drehe. Ja, das kam heute, eigentlich gestern, ich habe es aufgemacht. Und ja, ich werde mich heute selber noch niedeln. Es wird Zeit, der Abstand ist schon eine ganze Weile her. Und ich werde mir, glaube ich, heute auch noch Wimpern kleben. Ich habe die letztens rausgemacht nach, ich glaube, 3 Wochen. Ja, und ich brauche neue. Die eigenen sind mir zu kurz. Das macht sich ganz gut mit dem Kleber und den Büscheln. Allerdings muss ich gestehen, wann habe ich mit denen geklebt? Ach, vor Weihnachten, richtig. Vor Weihnachten in meinem Weihnachtsvlog. Da hatte ich mir die gerade den Abend zuvor geklebt. Oder ein paar Tage vorher. Genau. Und ja, für den Urlaub würde ich immer sagen, würde ich sie mir im Wimpernstudio meines Vertrauens kleben lassen. Da halten die dann einfach besser. Aber so für den Alltag sind die Büschel, wenn die 3 bis 4 Wochen halten, ey, was will ich mehr? Ist top. So, ja. Und ich werde mich jetzt fertig machen, werde diesen Vlog hier zusammenschneiden. Später dann das ASMR-Video fertig machen, weil das hat jetzt keine Eile. Das kommt erst in 2, 3 Wochen. Und ja, ich mache diesen Vlog fertig. Jetzt verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch noch eine wundervolle Woche. Thanks for watching und bis zum nächsten Mal.